Die 10 häufigsten Fehler beim Manifestieren. Darum geht es in diesem Video. Ja, egal ob du schon lange manifestierst oder ob du noch ganz neu bist und es gerade mal die ersten Male probiert hast, dieses Video, glaube ich, wird eine ganze Menge an interessanten Informationen für dich bereithalten, wie du noch besser und noch erfolgreicher Dinge manifestierst, wie du noch perfekter Dinge aus deinen Gedanken in die Realität holst. Ja, was sind so die 10 häufigsten Fehler beim Manifestieren, die ich beobachtet habe? Und ich habe mit sehr, sehr vielen Leuten darüber gesprochen. Ich mache ja auch eine ganze Menge Seminare, auch zu diesem Thema, auch zum Thema Mindset. Und da sind mir einige Punkte aufgefallen, wo ich für mich einige Notizen gemacht habe, die ich mit dir mal teilen möchte. Und zwar, Fehler Nummer 1, du manifestierst nicht regelmäßig, sondern eher sporadisch. Das heißt, ja, mal kommt es dir in den Sinn, mal machst du es, dann beim nächsten Mal machst du es wieder nicht, vergisst du. Du bist vielleicht manchmal, denkst du dir, okay, ich bin jetzt schon etwas müde, ich habe jetzt heute keine Lust mehr. Oder beim nächsten Mal nimmst du dir vor, ich mache es morgens beim Aufstehen und dann läutet aber der Wecker und du drückst wieder drauf und nochmal und ja, dann geht es sich nicht mehr aus. Das sind also so Fehler, wenn die Gewohnheit fehlt. Ich sage, manifestieren ist wie ein Muskel, ja, also Muskel wird beim Trainieren auch nur stärker, wenn du regelmäßig trainierst. Wenn du jetzt einmal trainierst, dann wieder 30 Tage nicht oder 10 Tage nicht oder 15 Tage nicht, dann bringt dir das relativ wenig. Das heißt, Regelmäßigkeit. Und die nächste Zusatzfrage ist vielleicht auch, wann ist die beste Zeit? Also tatsächlich ist es so, dass es morgens beim Aufstehen, bevor du aufstehst, also kurz nachdem du aufgewacht bist oder abends vor dem Einschlafen ein sehr guter Zeitpunkt ist. Das heißt aber dann natürlich nicht zu spät ins Bett gehen, weil wenn du sofort binnen 30 Sekunden dann sozusagen wegkippst, dann, ja, das wäre eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, nochmal zu manifestieren, weil dann hast du die ganze Zeit des Schlafs dann, wo du das verarbeiten kannst, wo dein Unterbewusstsein damit arbeiten kann, mit diesen Bildern. Und das Gleiche ist natürlich morgens beim Aufstehen, wenn der Tag beginnt, auch sehr, sehr guter Zeitpunkt. Fehler Nummer 2 ist, wenn du zu wenig Emotionen zeigst beim Manifestieren. Du hast vielleicht auch schon Spitzensportler beobachtet, Spitzensportler, Hahnenkammabfahrt, sage ich nur, das spannendste Skirennen der Welt. Ja, wenn die dann oben stehen in ihrem Starthäuschen und du merkst, wie die richtig sich schon einstellen sozusagen und schon in die Kurven mitgehen oder auch vor dem, wenn die Formel 1-Boliden starten, also vor dem Start, da sitzen also die Fahrer voll konzentriert, sobald sich die Helme aufgesetzt haben, dann in der Box drinnen noch. Und fahren dann langsam mit den Autos raus und auch da haben die dann noch einmal einige Minuten sozusagen, bevor es dann richtig zum Startplatz geht, wo dir wahrscheinlich auch schon mal aufgefallen ist, wo die voll konzentriert da drinnen sitzen und manchmal siehst du auch, wie sich die so ein bisschen bewegen, also wie die richtig schon die Strecke in Gedanken durchgehen. Also mit Emotionen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vielleicht einer der allerwichtigsten, du musst das richtig fühlen, das Ergebnis. Also ein Formel-1-Fahrer, der sozusagen die Siegerehrung in Monaco manifestiert hat, für den ist das dann, wenn er richtig dann da oben steht, eigentlich nur mehr so ein Déjà-vu-Erlebnis. Ja, der erlebt dann nochmal die Emotion, die er vorher schon sowieso schon zigmal erlebt hat beim Manifestieren. So, Fehler Nummer 3, falsche Manifestierungstechnik. Das heißt, du verbindest Manifestieren mit Dingen, die du nicht willst. Und da sind wir alle Meister. Das kann fast jeder. Ich will nicht mehr einsam sein. Ich will nicht mehr als Angestellter für dieses Business arbeiten. Ich will nicht mehr mit diesem Chef arbeiten müssen. Ich will nicht mehr mit 30 Kilogramm Übergewicht herumlaufen. Ich will nicht mehr von den Männern, von den Frauen oder was auch immer ausgenutzt werden. Also das sind so diese Negativmanifestationen und du weißt, was passiert. Gesetz der Anziehung. Erstens mal versteht dein Unterbewusstsein das Wörtchen nicht. Das heißt, wenn du rausgehst und draußen ist Glatteis und du sagst, ich möchte jetzt nicht, dann sitzt du wahrscheinlich schon mit deinem Allerwertesten am Glatteis, was du eben nicht wolltest. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite, also es gibt keine Nichtbilder im Gehirn oder im Unterbewusstsein. Und das Zweite, Gesetz der Anziehung, wenn du Mangel hast, dann ziehst du mehr von Mangel an. Das heißt, verstehe mich jetzt nicht falsch, wenn du Schmerz hast, wenn du Schmerz fühlst, kann das ein Treiber sein, aber dieser Treiber muss sozusagen durch Reframing in neue Zielbilder umgewandelt werden. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, der nächste Fehler ist Nummer 4, das ist die Ungeduld. Das heißt, wenn du jetzt bestellt hast, stell dir mal vor, du würdest jetzt eine Bestellung abgeben, würdest die wegschicken an Amazon, hättest mit der Kreditkarte bezahlt und du würdest jetzt jeden Tag da anrufen bei irgendeiner Nummer und fragen, wann kommt die Bestellung? Macht kein Mensch. Das heißt, wenn du etwas bestellt hast irgendwo, dann kannst du normalerweise sicher sein, dass das auch kommt, wenn das ein seriöser Anbieter ist. Und du musst einfach dieses Vertrauen haben und diese Ruhe. Und wenn du deinen Geist mal präpariert hast und wenn du weißt, okay, dieses Ziel kommt jetzt, dein Körper spürt das schon, dann wäre es wichtig, loszulassen und einfach diese Geduld zu haben, dieses Vertrauen zu haben, dieses Urvertrauen, dass die Bestellung sozusagen im Laufe ist und dass es kommt, ähnlich wie bei einer Schwangerin, die ja auch dann nicht sagen kann nach 4 oder 5 Monaten, so, Kind, komm früher, sondern die auch warten muss, bis die Zeit um ist. Also die Natur hat ja für alles gewisse Zeiten geplant. So, Fehler Nummer 5, und zwar ganz wichtiger, wenn du lange schon manifestierst und es funktioniert nicht, dann schau mal, ob deine Daten, deine Aktionen, deine Action, wie es so schön heißt, im Einklang ist, deine täglichen Aktionen im Einklang ist mit dem, was du manifestiert hast. Weil eins ist klar, es bringt dir nichts, wenn du den schlanken Körper manifestiert hast, aber laufend dann mit der Chipspackung vor dem Fernseher sitzt wie ein Couchpotato und sozusagen nicht die Daten bringst, die notwendig wären. Also nicht ins Fitnesscenter gehst oder die falsche Ernährung und so weiter konsumierst. Das heißt, nimm dir ein Blatt Papier, stell dir die Frage, was muss geschehen, damit ich mein Traumgewicht erreiche? Oder wer kann mir dabei helfen? Wer hat es erreicht? Oder wer kann mir helfen, meine Ziele schneller zu erreichen? Das gilt das Gleiche natürlich bei finanziellen Zielen. Also denk immer dran, es gibt schon irgendwem da draußen, der es erreicht hat. Und wenn du es noch nicht erreicht hast, dann hast du dich entweder noch nicht committed oder es scheitert daran, dass du noch nicht die richtige Person gefunden hast, die dir dabei helfen kann. Oder drittens noch nicht bereit warst, in dich selbst zu investieren, Zeit oder Geld. Fehler Nummer 6, das ist sehr eng damit zu sehen auch, du bist nicht committed oder nicht ausreichend committed. Commitment heißt, mir fällt im Deutschen kein besseres Wort ein, das heißt ein Vertrag mit dir selbst, dass du bereit bist, so lange zu gehen, bis du die Ziellinie überschritten hast, auch wenn Hindernisse auftreten, auch wenn Schwierigkeiten auftreten und einfach es durchzuziehen. Ja? Und du musst sozusagen dann auch bereit sein, täglich kleine Aktionen zu setzen, die dich dem Ziel näher bringen. Manchmal ist da wirklich die Regelmäßigkeit noch viel entscheidender als jetzt Quantität. Fehler Nummer 8, der Plan fehlt. Und das ist sehr, sehr oft bei Personen der Fall, dass sie übermotiviert starten, aber sie haben nicht wirklich einen Plan, was sie tun. Sei also bereit, diese Reise zu genießen, so wie der Konfuzius das auch gesagt hat, der Weg ist das Ziel, sieh dich als Schüler und sei bereit, wirklich dazu zu lernen und hab einfach Spaß dran, auch schon auf dieser Reise, also genieße diese Reise. Fehler Nummer 9, ebenfalls ganz wichtig, wenn du nicht die kleinen Zwischenerfolge feiern kannst, und das ist ganz, ganz wichtig, setz dir Zwischenziele, dann wird es schwer funktionieren. Also du brauchst diese kleinen Dankbarkeitserfolge und Gesetz der Anziehung, wenn du dankbar bist, kriegst du mehr von den Dingen, für die du dankbar bist. Umgekehrt, wenn du dich beklagst und beschwerst, kriegst du mehr von Dingen, wo du dich beklagen und beschweren kannst. Und damit sind wir auch schon beim letzten Punkt angelangt, und zwar Fehler Nummer 10, du hast dein Ziel erreicht. Feiern ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Aber vergiss nicht zu lange warten. Weil wenn du zu lange wartest, dann geht dieses Momentum weg. Und du brauchst Momentum, du brauchst diesen Flow. Und Momentum ist ganz, ganz wichtig. Also nicht zu lange Pausen, auch wenn du Erfolge feiern möchtest. So, und jetzt habe ich noch was ganz, ganz Besonderes für dich. Bleib noch ganz kurz dran. So, und zwar, ich habe ein Buch für dich, Rich Life, 10 Gebote für Selfmade-Millionäre. Und dieses Buch habe ich geschrieben für Menschen, die wirklich lernen möchten, Erfolg in ihrem Leben anzuziehen, zu manifestieren, und 10 Gebote für Selfmade-Millionäre, 10 Gebote, die ich selbst noch immer beachte, und ja, sie werden dich erfolgreicher machen. Jetzt bestellen, geh unter den Link hier unter diesem Video und hol dir das Buch kostenlos. Ich schenke es dir, normalerweise kostet es hier 27,99 €, aber ich schenke es dir, du zahlst nur ganz wenig für Post, Versand und Handling, und ich freue mich auf deine Kommentare. Bis gleich.